Als ich ein kleiner Junge war und in Berlin die ewige Flamme sah, hieß es, die brennt so lange, bis die Heimat wieder einig ist. Ich dachte nur, ein schöner Traum, doch wahr wird der im Leben kaum. Zu viel war geschehen, ein großes Deutschland wurde nirgends vermisst. Zwischen Ost und West ne Riesenkluft, für die Grenzer an der Warte waren wir Luft. Dieselbe Sprache, dennoch trennte uns eine Welt. Transit und Einreise, was für ein Drill, selbst der größte Gauner, mäuschenstill, denn die Genossen taten und ließen, was ihnen gefällt. Doch dank Perestroika und Glasnost wurde alles anders und ab ging die Post. Demos am Montag, Kerzen im Fenster, in Prag das A-Wort von Hans-Dietrich Genscher. Mit Löwenmut vor den Phoporuden, nicht mal Ede konnte das noch besudeln. Wer zu spät geht, den bestraft das Leben. Keine Hilfe von der Roten Union. So wurde der 40. Geburtstag mal eben für den ewigen Erich zum Dinner for One. Und dann kam 911. Checkpoint Alpha an Bornholmer Straße. Was ist hier los? Ein Trabi nach dem anderen, ne Menschenmasse riesig groß. Bornholmer Straße an Checkpoint Alpha, klappt die Schranken rauf. Schabi sagt, es gilt sofort, und diese Welle hält weder Ochs noch Egon auf. Mach die Grenze auf. Dachten, kann das sein? Oder legt man uns mal wieder rein? Reformen waren versprochen, doch wo und wie und wann? Hat ein Land eine Zukunft, das eingezäunt ist, wo du als Zweifler schon Verräter bist? Wie geht eine Weltanschauung, wenn man die Welt nicht anschauen kann? Doch vor einem machte die Staatsmacht Halt, vor Freundschaft und Zusammenhalt. Gemeinsam für den Knaller vor den Bug, 16 Millionen sagten, genug ist genug. Es geht uns nicht ums Paradies auf Erden, doch 40 Jahre sind eine Ewigkeit. Keiner will alt wie ein Baum erst werden. Visa frei bis Hawaii, es ist höchste Zeit. Und dann war es so weit. Checkpoint Alpha an Bornholmer Straße, die Grenze ist auf. Deutschland liegt sich in den Armen, lässt den Tränen freien Lauf. Bornholmer Straße an Checkpoint Alpha, lass die Korken knallen. Demokratie jetzt oder nie, mögen diese Rufe niemals verhallen. Die Mauer ist gefallen. Die Euphorie hat sich leider schnell geneigt. Und im Gewühl wurde manche Chance vergeigt. Hier war nicht alles gut, dort war nicht alles schlecht. Wie ist es, wenn plötzlich nichts mehr zählt, außer Power und Cash in der schönen neuen Welt? Die Übergabe besenrein war mehr als selbstgerecht.
Doch man beachte auf dem Todesstreifen heute Orchideen und Störche reifen. Was sind Politik, Frust und sozialer Stress gegen Schießbefehl und Stasi-Exzess? Wir wollten Landschaften, die blühen, Kassen, die vor lauter Klingeln glühen. Wir hatten alles und wollten noch viel mehr. Warum macht man sich so schwer? Vergiss nicht, es war ein Wunder, damals 1989. Ohne Schüsse und Gewalt, wir sollten uns viel öfter freuen. Es begann mit nem Hauch und wurde zum Wind of Change, zu einem friedlichen Orkan, der uns zeigt, was man zusammen erreichen kann. Denken wir immer daran.